Neu die Linke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, im Gegensatz zu meinen Vorrednern, allesamt habe ich 2 Jahre kurz nach dem Krieg, 2 Jahre im Kosovo gearbeitet, habe also Einblicke bekommen, die viele von Ihnen nicht haben. Insofern, glaube ich, kann ich von einer hohen Authentizität meiner Beobachtung sprechen. Ja, vor 20 Jahren begann das NATO-Bombardement gegen Jugoslawien, danach die Besetzung durch die NATO-Truppen im Format des KFOR. Es gab eine Sicherheitsratsresolution 1244 und das ist ein Kunststück, dass der Akteur, der angreift, sich dann als Friedenshüter mit einer Sicherheitsratsresolution ins Nest setzen kann und ein Gebiet besetzen kann. Aber zuvor gab es die sogenannten Rambouillet-Verhandlungen, die ja bekannterweise gescheitert sind. Die Rambouillet-Verhandlungen sind aber keine Verhandlungen gewesen, sondern es war der Versuch eines Diktats führender NATO-Staaten. Jugoslawien sollte auf einen Teil seines Staatsgebietes, das Kosovo, verzichten im Ergebnis. Und der Rest Jugoslawiens sollte sich öffnen für NATO-Truppenbewegungen. Das hat bekannterweise Jugoslawien abgelehnt, dieses Diktat. Das Resultat war ein 77 Tage lang anwährender Krieg gegen Jugoslawien. Begründet wurde dieser Angriffskrieg mit einer humanitären Intervention aufgrund eines Genozids gegenüber den Albanern. Den hat es aber nicht gegeben. Daher wurde dann von einem drohenden Genozid gesprochen. Stichwort Hufeisenplan Scharping. Das wahre Motiv dieser NATO-Aggression war also nicht der Schutz der Menschenrechte, zumindest nicht der serbischen Menschenrechte, wenn wir schon von Menschenrechten sprechen, sondern es ging darum, Jugoslawien in die Knie zu zwingen, wie es bereits Außenminister Kinkel im Jahre 92 geäußert hatte. Es ging darum, Jugoslawien in die Knie zu zwingen und Serbien die NATO-Interessen unterzuordnen. Nach 77 Tagen NATO-Bomben gegen Jugoslawien, gegen militärische und vor allem zivile Ziele, ist Jugoslawien in die Knie gezwungen worden. Der damalige NATO-Pressesprecher Jamie Shea prahlte: Die NATO bombt Jugoslawien in die Steinzeit zurück. Originalton. Ja, Schulen, Krankenhäuser, Brücken, Eisenbahnen, Kraftwerke, Denkmäler, Fernsehsender, Industrieanlagen wurden zerstört. Sehr geehrte Damen und Herren, das war eine wahre Meisterleistung der westlichen Wertegemeinschaft. Nach dem Einmarsch der NATO in das Kosovo mussten über 220.000 Menschen fliehen, nicht Albaner, Serben, Roma etc. etc., die bis heute nicht zurückkehren konnten, fliehen und wurden vertrieben unter den Augen und Duldung der NATO. Die Unterstützung für die albanischen Separatisten geht ja bis heute weiter, sehr geehrte Damen und Herren. Das Kosovo ist ein Hotspot für Islamismus und organisierte Kriminalität. Die Unabhängigkeitserklärung der albanischen Separatisten 2008 wurde von der NATO-Kräfte im Kosovo geradezu militärisch abgesichert. Und der Druck auf Serbien, das Kosovo diplomatisch anzuerkennen, wird zu einer faktischen Voraussetzung für die NATO-Beitrittsverhandlungen gehandelt. Sehr geehrte Damen und Herren, die UN-Sicherheitsratsresolution 1244 als auch die UNO-Charta sind ganz offensichtlich reine Makulatur für die NATO-Staaten, wenn es um den Balkanraum geht. Wer über die Annexion der Krim spricht und den Respekt vom Völkerrecht einfordert, sehr geehrte Damen und Herren, aber die eigene Mittäterschaft in der Zerschlagung Jugoslawiens und in der Zerlegung des Völkerrechts verschweigt, der offenbart sein instrumentales Verhältnis zum Völkerrecht. Machtpolitik statt völkerrechtstreue Friedenspolitik ist die Leitlinie westlicher Politik. Und noch ein Hinweis. Ich finde es wirklich unsäglich, dass Kritik an diesem Einsatz immer auch mit Kritik an der Bundeswehr gleichgesetzt wird. Nein, es geht nicht um die Soldatinnen und Soldaten, die dort ihren Dienst verrichten, sondern es geht um die politischen Entscheider, die sie dorthin schicken und instrumentalisieren für ihre machtpolitischen Zwecke. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Manuel Sarrazin.